Moin moin und herzlich willkommen aus einer etwas anderen Wanderregion Deutschlands, aus dem hohen Norden. Willkommen aus Flensburg. Ja, uns hat es so weit nach oben getrieben auf der Suche nach dem Frühling. Denn wir sagen uns, irgendwo in Deutschland muss er sich ja verstecken. Wir haben im Süden gesucht. Wir suchen hier oben im Norden. Wir suchen noch an zwei weiteren Standorten. Ja, und wir schauen mal, wo versteckt sich denn dieser olle Frühling? Ob wir ihn hier finden, das werdet ihr sehen. Ich befinde mich jetzt hier vor der Skisprungschanze in Garmisch-Partenkirchen und wir schauen mal, ob sich hier irgendwo der Frühling versteckt. Frühling, komm raus, du bist umzingelt! Tja, ich hätte gedacht, die Partnachklamm ist deswegen geschlossen, weil sich der Frühling dort noch versteckt. Dem ist leider nicht so. Der Winter haust da noch und da lässt es ordentlich mit Eis und Steinen krachen. Dann nehme ich doch einfach den Weg oben drüber. Ja, wer den Frühling sucht, der muss mitunter dann etwas höher hinauf. Heute übrigens das erste Mal mit 10 Kilo plus XY mehr Gepäck. Ja, auch in den höheren Lagen, da steckt immer noch einiges an Winter. Nur das Rauschen von kleinen Bächen und kleinen Schneeschmelzen, die sagen uns, der Frühling kommt bald. Wir gehen wieder runter und suchen woanders weiter. Tag 2 auf der Suche nach dem Frühling, immer noch im wunderschönen Garmisch-Partenkirchen. Ja, die Sonne ist da, man könnte schon meinen, es ist Frühling, aber es herrschen noch zapfige Minustemperaturen, weswegen ich heute auf eine Tour in der Höhe verzichte. Denn mit Kraxe ist die Kombination Minustemperatur plus lange Tour keine gute. Der abendliche Sonnenuntergang über dem Bergpanorama von Garmisch-Partenkirchen stimmt mich auf meiner Suche optimistisch. Denn morgen wird es bestimmt wieder sonnig und vor allem erstmals wärmer. Tag 3 auf der Suche nach dem Frühling. Ja, der Winter, der hält immer mehr Einzug und der Frühlingsbeginn wird immer weiter nach hinten geschoben. Tja, so kann es auch gehen. Wenn ich da hochfahre, werde ich auch nicht viel mehr sehen. Den schönsten Blick auf die Berge hast du von unten. Tag 4 auf der Suche nach dem Frühling und wir haben ihn endlich gefunden in Füssen, wo im Juni die 24 Stunden von Bayern stattfinden werden. Im Hintergrund der Forgensee, über den wir dann auch bei den 24 Stunden von Bayern schippern werden, da muss man nur noch ein bisschen auffüllen, der ist momentan leer. Aber ich hoffe, bis dahin ist wieder Wasser drin und ja, ich schau mal, ob ich noch ein bisschen mehr Frühling finde, aber das sieht schon richtig gut aus. Den Schnee denken wir uns weg. Also, vielleicht gibt es noch mehr Sonne. Bei Tag 5. Hier hatte wohl eher der Föhn für 24 Stunden seine Finger im Spiel. Am gefüllten Hopfensee bei Füssen genießen wir vorsichtshalber noch etwas diese Föhnwelle. Man weiß ja nie.
Auf dem Weg in den Norden machen wir einen Stopp zur Frühlingsvisite in unsere Wanderheimat. Vielleicht fühlt es ihr ja auch. Willkommen in der Frühlingswandersuchregion Nr. 3. Nach Füssen und Garmisch-Partenkirchen sind wir jetzt wieder im Frankenwald. Ab zum Wiedeturm hier im Höllental. Wir gehen hoch und schauen mal, ob er sich irgendwo oben versteckt hat, der Frühling. Dann man tow, beziehungsweise nun mach mal. Das mag man dem Frühling in Flensburg, der nördlichsten Festlandstadt Deutschlands, gerne mal zurufen. Wir bewandern jetzt einen der schönsten Städteparcours der Republik rund um die Flensburger Binnenförde. Ich kann sagen, ich habe den Frühling gefunden. Vorausgesetzt, man begnügt sich mit blauem Himmel, Schneetiefen unter 5 cm und Kältetemperaturen so bei minus einem Grad. Der Frühling, der kommt in diesem Jahr vom Norden aus. Da Flensburg immer noch ein Wirtschaftshafen zum Teil ist, erfordert unsere Wanderung ein bisschen Improvisation. Wir suchen uns einfach ein paar Schleichwege an der Förde entlang. Einen durchgängigen Weg gibt es leider noch nicht, aber so haben wir die Chance, richtig maritimes Leben auch zu beobachten. Es geht jetzt weiter Richtung Flensburg-Sonnenweg, nur mit einem N geschrieben, aber vielleicht versteckt sich ja trotzdem noch ein bisschen mehr Sonne. Well, am I beautiful? Will I ever?